Jo, da sind wir wieder. Pepe und Kitsche. Wir sind hier noch in den Zwillingsturm. Den einen Turm haben wir uns angeschaut. Da hast du noch einiges entdeckt, ne? Ich habe nur Kleintrödel gefunden. Guck mal, hängt der nicht hübsch hier? Ja, der hängt wirklich ganz... Wollen wir ein bisschen schubsen? Ganz hübsch hier. Ja, wir wollen uns jetzt die andere Hälfte von diesem Zwillingsturm anschauen. Ja, eben, hatte ich völlig vergessen. Das heißt ja Zwillingstürme. Ja. Also es sind zwei und wir hatten ja erst einen. So ist es. Kann auch sein, dass hier noch Feinde sind. Vielleicht sollte ich ja ein bisschen vorsichtig sein, wollte ich gerade sagen. Obwohl wir wissen ja, dass Jesper das auch ganz alleine richtig gut hinkriegt. Also. Ja. Solange Jesper da ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Kommt heran und leert die Becher 15 Mal, soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Vaters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Denen die Moneten fehlen, die Also ich schätze mal, da ist so Kammerunfeind. Auf jeden Fall scheint Jesper nicht davon auszugehen, dass es hier noch jemanden gibt. So. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Nehme ich mal an, dass er dann auch recht hat. Aha, der ist ein bisschen zugewachsen, der zweite Turm. Der ist überhaupt nicht mehr so richtig intakt. Aber da hinten ist immerhin auch so eine Truhe. Eine Truhe sehe ich da hinten. Das ist eine Truhe. Lehrling. Könnten wir schaffen. Naja. Ich denke mir, dass du auch ein Gesellenschloss schaffen kannst. Auch nur Novizen und ein Adept und was auch immer. Oh. Ja. Stahlpfeile, nett. Ja, gut. Das ist gut, wenn es mal ein bisschen enger wird. Wo bitte geht's denn hier wieder raus? Hier hinten, würde ich vermuten. Ja. Ja. So, hier geht's nicht weiter. Wo geht's da hinten hin? Hier ist ein Berg. Ja, nicht auf nur der eine. Karte. Aber na, nee, hier geht's ein, abwärts. Was ist da ein Berg auf der Karte? Wow, gern. Ja, hier. Genau in der Mitte vom Kompass. Höhle. Da ist wohl eine Höhle. Ach so, mit Berg meintest du Höhle. Ja. Oh, Quecksilber. Quecksilber. Wir wissen zwar nach wie vor nicht, wofür es gut ist, aber wir nehmen es mal mit. So. Ich bin sicher, wir werden noch rauskriegen, wofür Quecksilber zu gebrauchen ist. Die Ader ist ausgeschöpft. Manchmal sind schon lustige Übersetzungen, ne? Übersetzung? Warum? Ach so, ist er gar nicht übersetzt. Dann sind es lustige Formulierungen. Ja. Wenn es keine Übersetzungen sind. So, hier geht's nicht weiter. Geht's hier irgendwo weiter? Ja, das ist die Höhle. Braunfelsenhöhle. Na, dann müssen wir sie uns mal angucken. Jo. Speichern und nichts mehr rein. Seltsame Geräusche. Straßendieb. Ach, das kennen wir doch. Immer wissen sie nicht wer. Wir haben sogar die Texte übernommen. Immer dieselbe Scheiße. Ja. Süß. Ja, immer müssen sie sich wehren. Die sind zu doof. Ja. Statt dass sie sagen, bring mich um, ich freue mich drauf. Danke. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Oh, kommt da gleich einer. Du bist hier alleine, das ist dir ja wohl klar. Verdammt. Weil er kommt dann nämlich nicht mit.
Ne? Nee, Jesper ist draußen geblieben. Immer draußen, der kommt dann nicht. Ist auch nicht in, die, in das Haus mit reingegangen. In dieses ein Straßendieb. Auch nicht reicher wie die anderen. Hm. Oh, 1 zu 8, das nehmen wir schon noch mit. Ob da noch mehr sind wie die beiden? Das kann schon sein. Ich würde mal was essen an deiner Stelle. Ja, das ist noch nicht vielleicht ganz so klein, keine schlechte denkt. Idee. Da oben ist wohl nichts weiter. Eisbrand, die sollten wir gleich mal verzehren. Mhm. Die bringen uns dicks, wenn sie hier in der Tasche liegen. Das ist richtig. Liegen. Fleischsuppe. Ach so, ja. Sortier mal nach Namen. Nach Namen? Warum? Kannst du auch was essen, was irgendwie viel wiegt? Egal. Was denn? Was hast du jetzt genommen? Fleischsuppe. Fleischsuppe. Na gut. Ach, guck ich mal hier oben. Also ich habe gehofft, dass es hier weitergeht, dass die Höhle einen Hinterausgang hat, wo es weitergeht. Aber wenn Jesper nicht mitkommt, dann ist das ziemlich unwahrscheinlich. Ja, meinst du? Ja, sonst wäre doch mitgekommen, wenn das hier ist eine Holzfäller-Axt. Sowas brauchst du doch, oder? Habe ich schon abgelegt. Ach, dann ist so. Das ist eine richtige Holzfäller-Axt. Aber die wiegt, naja, 5. Groschen, ja, Kohl auch. Okay. Na, habt ihr was Vernünftiges? Ja. Oh, und ob? Naja, ich sehe es ja schon. Du kannst gleich wieder Sachen weg. Ey. 371 gegen 382, was du tragen kannst. Tja. Hier müssen wir aber alles was mitnehmen. Was ich an deiner Stelle tun würde, ich würde wieder rausgehen aus der Höhle und würde mir die mal notieren und nächstes Mal nochmal reingehen. Aber erstmal nach Art gehen und verkaufen, verdammt. Oder in deine Truhe hättest du auch was einräumen können. Ja. Ich meine, hier gibt's ja richtig was zu holen. Schön. Hatten wir das schon? Nee, ich steck's jetzt ein. Wir machen dann mal, gucken dann mal die Bücher, weil im Rucksack kann man gucken. Hm. Ein Festlederarmschutz. Oh, ist auch 1 zu 10 Verhältnis. Ja, da kannst du schon mal überlegen, was du wegtust. 2 Kartoffel, Groschen. Ein Topf. Kartoffelkohlsuppe. Stahlschwert. 7 Gewicht. Nee. Du kannst es gar nicht mehr tragen. Ja. So Mist aber auch. Ich bin ja sowieso schon wieder zu schwer. Ja klar, bist du zu schwer. Macht doch nichts. Jetzt schleicht dir. Macht dir nichts. Genau. Nein, Degel können wir jetzt nicht mitnehmen. Also würde ich sagen, geh raus aus der Höhle. Schmeiß weg, was du wegschmeißen musst. Und geh hier raus und geh wieder rein irgendwann. Du kannst nicht mehr laufen, was soll das? Das hat keinen Zweck. Warum bist du überhaupt in die Höhle gegangen? Ja, ich wollte mir doch alles unterwegs angucken. Naja. Aber eigentlich macht man es ja auch, um Beute zu machen, oder? Es ist ja nicht so viel, was man wegwerfen kann. Ich habe zerstörtes Buch dabei. Ja. Wie praktisch. Fünf Silberkerzenständer, die bringen dir gerade mal. Aber das bringt doch auch nichts. Lass raus.
Naja, es sind 75, aber mal sehen, haben wir irgendwas Schweres eigentlich nicht? Nicht Schaufeln hast du ein paar dabei. Du hast 4 Schaufeln. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Ja. Ja, die wiegen ja nicht viel. Die wiegen nur eher. So. Wenn ich die wegschmeiß. Ja, okay, dann lass das und du holst jetzt nichts mehr. Das sind 32 an Gold und 4 an Gewicht. Also das Verhältnis ist gar nicht so verkehrt. Okay, da muss ich nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall. Das ist zwar das. Blöd. Ich guck mir das auch oft an bei anderen Leuten, die weil ich mir Let's Plays machen und die so unglaublich viel durch die Gegend schleppen, sodass manchmal das ganze Spiel nur noch ein Schlepp-Hin-Leg-Abspiel ist. Und das finde ich irgendwo gar nicht so fürchterlich interessant. Nee, das ist auch nicht besonders interessant. Wo ist Jesper geblieben? Tja, der hat sich wahrscheinlich irgendwo aufs Ohr gelegt und sagt sich jetzt. Ich dachte, der hätte dich so gestört und jetzt fehlt er dir plötzlich. Da ist er doch. Da ist er. Ach, der ist gar nicht über die Brücke rüber. Hat ja auch völlig recht. Aha. Na nach gut, Arc stimmt's ja. Dann wissen wir, dass der Weg hier. Oh, guck mal, ist das ein Vogel gewesen? Na, ja, schön. Da ist ein Vogel, ja. Sieht toll aus. Ja, du siehst auch toll aus, Jesper. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wo der Weg weitergeht. Ja. Weil hier hinten geht's ja nicht. Haben wir ja gesehen. Ach so, hier hinten könnte es weitergehen. Ja, da werden wir gleich mal gucken. Ja, ja. Da müssen wir eine Etage tiefer. Da hinten ist ja der Weg schon mal gekommen. Auf dem Weg. Halt, wo geht's denn hier runter? Ich will hier runter, Jesper. Ja, kommst du wieder zurück, oder? Hier geht's runter. Ach, hier geht's runter. Ja, ach, ich musste die Rampe finden. Ah ja, stimmt. Hier geht's rein und da. Ist aber auch wirklich. Geht's noch mal runter. Ja. Und dann auf welche Seite geht's hier richtig lang? Ja, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir ganz schnell nach Arc kommen. Hm. Dann kommen wir hier. Nein, das lass ihn. Du kriegst ihn nicht mehr. Nein. So kostbar, dieser Pfeil. Ja, klar. So geht können das wir hier weiter? Ich glaub, hier geht es wahrscheinlich weiter. Hoffe ich. Ist ja schon blöd, dass wir jetzt nicht mehr. Fand ich wirklich gut, diesen Mod hier mit den Straßen. Ja, der war gut. Hm. Guckst du, ob Jesper da ja, ist? Ja, das scheint richtig zu sein, wenn Jesper hinterherläuft. Ja, dann ist es wahrscheinlich richtig. Na, bist noch da? Ja, er ist da. Okay, dann müsste das die richtige Richtung sein. Sollte vielleicht mal wieder speichern. Ja, dann ist mir vielleicht mal. Ist immer so unangenehm, wenn man das ganze stundenlang nochmal nachspielen muss. Hm. Nur weil man verstorben ist oder weil sich das Spiel aufgehängt hat. Genau. Geht das hier runter? Ja. Ja. Ja, also die. Was ist denn das da unten? Das ist ganz schön verzwickt und vertrackt. Das sieht aus wie eine Ente. Oh, wir sind aber jetzt auf der richtigen Richtung. Ja, auf der richtigen. Endlich. Na, wir sind hier. Guck mal, wie wir hier gelaufen sind. Immer im Zickzack, immer hin und her. Und? Und hier haben wir die Richtung, die wir gleich aber wieder. Aber du bist ja gar keine Ente. Du bist so ein komisches Perlhuhn oder was? Die Vögel sehen ist hier das nicht ein Fasan? Ja, aber ich weiß ja nicht. Sieht aus wie so was Ähnliches aber wie die Figur ist irgendwo in etwa. Oh, kann ja vielleicht laufen. Interessant. Die können ja alle laufen. Ja, müssen sie wahrscheinlich auch laufen, um ihr Leben. Na, was haben wir denn hier?
Ein Grabräuber. Oh. Aha. Wer hat sich denn da gerecht? Ah, Stahlpfeile. Fleischwissen verloren oder so. Nee. 377, 3,5 tragen. Ich habe, das ist 0,5. Oh Gott, das geht gerade. Ja. Diese Gier. Ja. Schrecklich. Man muss ja natürlich auch, man braucht ja das Geld, aber. Oh, das ist ein Wegweiser. Ja, stimmt. Ja, gut. Dann können wir mal gucken, was geht denn hier hin? Herzland, Flussheim, da kommen wir her. Herzland. Herzland, da lang oder da lang? Und wo ist Arg? Arg, oben ist Arg. Oben ist Arg, ja. Also nach rechts, danke. Ach, ich bin heute wieder zu freundlich. Ich werde es noch schwer bereuen, dass ich die blauen Schmetterlinge nicht angesammelt habe. Vor allem, weil die so wenig wiegen. Ne? Ist ja leicht gegangen. Wir bleiben auf dem Hauptweg. Und wenn unser Freund Jasper stehen bleibt, dann wissen wir, dass wir auf dem falschen Weg sind. Nein, er ist ganz nah. Er ist nach wie vor auf Tuchfühlung. Genau, du kannst ja verloren gehen. Was ist denn das? Da hinten? Was denn? Da oder da? Ich denke mal geradeaus, oder? Und sie doch da einen Wegweiser. Ja, die Richtung passt. Ach, hier gibt es so viele schöne Sachen zum Entdecken. Ich kann mich kaum zurückhalten. Kannst du ja auch alle noch entdecken. Wer hält dich davon ab? Ich brech together. Ja, du brichst together, ja. Was willst du, wenn du irgendwas entdeckst und keine Sachen nicht mitnehmen? Ist zwar ärgerlich, oder? Oh, das sind Wölfe. Hungrige Wölfe. Pass auf! Ja. Pass auf, Hösch. Genau. Er hat Angst vor mir, aber er sollte mehr Angst vor den Wölfen haben. Na. Ich glaube, Menschen sind noch schlimmer. Töten ja sogar, wenn sie nicht hungrig sind. Ich nicht. Ich weiß halt nicht. Ah, das sieht aus, als kämen wir nach Arg, ja? Ja, gut, hier sind ein paar. Ziegen. Böcke. Da unten ist eine Mauer, Stadtmauer. Hier ist auch eine Stadtmauer. Ich glaube, wir können das schleichen und die Waffe sein lassen. Ach, ein paar Blümchen, das muss sein. So viel Platz muss noch sein. Aha. Aha, bist du Kräuterhändler? Guck mal, der hat lauter Peperonis im Sack. Ja. Hallo. Das ist, die haben immer so lange Namen. Das sind die Leute, die aus dieser Gegend kommen. Aus diesen, die aussehen wie... Der hat auch so einen Namen, ne? Ja. Kurmai, Katzerort, hat. Ja, die sehen so aus wie die Elfen in Skyrim. Hey, ihr da. Ja, ihr. Hallo, du da. Hättet ihr einen Moment für ihn? Er wäre euch sehr dankbar. Für ihn? Du bist, das für bist wen? Du der ihn, ne? Bist du ihn? Wer wäre mir dankbar? Na, er. Kurmai, Katzerort, Tatakayape. Katzerort, eure Hilfe. Sagt, habt ihr gute Augen? Oh, es geht so. Mit Brille geht's. Denke schon, ja. Gut, sehr gut. Also lasst ihn es kurz machen. Er benötigt Hilfe bei der Suche nach Eiern. Nach vielen Eiern. Und er will, dass ihr ihm helft, sie zu finden. Aha. Ein Sternling, warum ist das? Gibt's hier keine Eier auf dem Markt? Sehe ich aus wie eine Henne? Ein Halbsternling, ja. Aber er kommt nicht aus Anku, wie seine Brüder und Schwestern aus Nerem. Was er sehr bedauert. Diese Welt ist so schmutzig, so laut. Aber tja, was soll man machen? Man ist, was man ist. Na gut, die Aufgabe ist ungewöhnlich. Ist es auch.
Die Eier, die er sucht, sind nämlich schwer zu finden. Aha. Seht ihr die braunen Hammervögel, die dort über dem See kreisen? In vielen anderen Ländern wie auf Nerem oder Kyra werden sie zu Briefvögeln herangezogen. Wie die Myraden hier, bloß viel flinker und kleiner. Er will Briefvögel heranziehen für eine besondere Aufgabe, die er euch nicht verraten kann. Also, werdet ihr einem alten Sternling helfen? Die Urväter würden es euch vergelten, da ist er sich sicher. Ja, wenn er sich sicher ist. Wenn wir Zeit haben, ja, fragen wir mal. Warum großes Geheimnis? Weil es ein besonderes Unterfangen ist. Schwer zu erklären. Aber es hat mit unserer verlorenen Heimat zu tun. Der Sternenstadt. Aha. Ja, der Ort, von dem wir Sternlinge stammen. Kennt ihr denn die Geschichten nicht? Er ist weit oben im Himmel und all die weltlichen Leiden von hier unten gibt es dort nicht. Aber dies ist kein Ort, um darüber zu reden. Es gibt Sternlingsschreiberlinge, die euch das viel besser erklären könnten als er. Ach, und von euch stammt dieses dämliche Schloss, wo man nur Holzstöcke reinstecken kann. Nicht nur, die immer brechen. Man kann die auch, wenn man nicht die richtigen, was da reinkommt, hat. Ja. Ja, ich verstehe nur nicht, warum man da keine Stahlstöcke reinstecken kann. Die brechen eben nicht. Schon gut. Aber das wird er mir wahrscheinlich wieder nicht beantworten können. Ja, das steht nicht zur Auswahl. Tja, das ist der Teil, wo eure guten Augen ins Spiel kommen. Hier in der Gegend fliegen genügend Hammervögel herum. Alles, was ihr tun müsst, ist ihnen mit eurem Blick zu folgen, bis sie in ihrem Nest landen. Und dort findet ihr dann die Eier. Kommt einfach wieder, wenn ihr welche gefunden habt. Und habt Dank. Na, noch haben wir sie ja nicht. Naja, er hat ja gesagt, dass du auch zugehört hast. Dafür der Dank. Nein, jetzt aber. Guck mal, Ferkel. Wir können zwar zaubern, aber keine Vogeleier herbeizaubern. Oh, eine Wache zu Pferd. Und die Frau läuft hinterher. Siehst du, die Frau Wache. So ist das richtig, ja? Naja, die hohen Herren und das gemeine Fußvolk. In der Beziehung unterscheiden sich die Männlein und Weiblein nicht so richtig. Oh, das sieht aus wie Schweine. Für die Schweine etwa? Einen Groschen, Misser. Ja, bitte gern. Nur einen. Du gibst ihm 10. Danke. Das ist wirklich sehr großzügig. Du hast deinen Becher weggeworfen, holt sich einen neuen. Ach, ist egal. Mach, was du willst damit. Und hier ist ein Anschlagbrett, oder? Nee. Nein, was ist das denn? Der Poet singt in Arg. Das Plakat haben wir schon irgendwo gesehen. Stimmt, das haben wir auf dem Anschlagbrett gefunden. Da war es auch. Adelsviertel. Ach, es gibt ja ein Adelsviertel. Aha, Mirellas Alchemisten. Glück. Bisschen schwer zu entziffern. Jedenfalls so auf die Schräge. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Mhm. Klar. Danke, ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Naja, habe ich gewisse Zweifel. Aber wir müssen sie ja trotzdem nicht ausreden. Ich finde das Pferd aber schön. So, was ja. Haben wir hier die Erzpredigt? Ja, warte mal, da stand die Erzpredigt. Naja. Acker Doppelbock ist doch viel interessanter wie eine Predigt. Graf Dingserwumster von so und so. Der Ach, Graf, ja, aha. Mit seinen Dichtungen. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Na, ich weiß ja nicht. So, und was wolltest du noch sehen? Nee, die Erntepredigt ist das. Die Erntepredigt. Die Erntepredigt. Ah, ja. Und Frieda? Hallo, Frieda. Oh je, noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Wie mein?
Na, ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. War ein langer Und eure Weg. Rüstung? Puh, die muss doch Tonnen wiegen. Malfas sei Dank habe ich genau, was ihr braucht. Jemanden, der euch die Reise erleichtert. Ein Reittier. Und wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag. Denn wenn ihr mir bei einem gewissen Problemchen helft, dann bekommt ihr es sogar für lau. Wow. Na gut. Das reimt sich sogar. Ein Reittier für lau. So, was für ein Problemchen. Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagt, ich bilde mir das nur ein. Aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald. Aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen. Und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Aha. Wie wäre es also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaubt mir, er hält, was der Name verspricht. Klingt gut. Außerdem, ich mag Esel lieber als Pferde. Gnaldalf. Ich möchte mal wissen, wie du aussiehst, wenn du zu Esel reitest. Wie kommt ein Troll an einen Namen wie Gnaldalf? Klingelt der nichts bei euch? Gnaldalf, wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. Das Buch haben wir In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Na gut. Na schön. Wir werden ihn angucken, anhören und dann entscheiden, wie wir ihn nennen. Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören, leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen. Aha, ich hab doch da vorhin schon Grunzen gehört. Gnaldalf, da vorne bei den Karotten. Da waren Grunzen, aber so die meinte Schweine. Sie wohl nicht. Fremdländer. Ja. Und wer bist du? Fremdländer. Ja, ist auch ein Fremdländer. Können wir uns ja gleich verbrüdern oder verschwestern oder wie auch immer. Na, dann gehen wir mal ins Fremdviertel. Guck mal, der ist genau im richtigen Viertel. Er ist wohl nicht besonders gesprächig. Tja. Ist wohl ein etwas längeres Tor hier. Sodala, herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Na gut, Arantheal, was ist das für ein? Erstmal hier. Genau. Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können, verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst. Und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Klingt nicht so gut. Da, wo die Abwasserkanäle sind. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Na gut. Thealor Arantheal. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht, in Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß, aber so war es.
Richtig, aber irgendetwas ist wohl geschehen, das sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Aranteal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her, der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Aha. Etwas korrekt. Wem sagst du das? Ja, allerdings. Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Na ja, gut. Wir finden uns schon zurecht. Wir finden uns schon irgendwie zurecht. Wir haben ja auch eine Karte. Bis nachher. Okay, bis dann, ciao. Sagen wir jetzt hier auch. Wir sagen auch bis dann, ciao. Und wir gehen in der nächsten Folge dann erstmal zum Marktplatz, oder? Oder gehst ja. du... Oh, jetzt war am Markt, ist egal, du bist ja sowieso hin, weil du da nämlich verkaufen ich musst. Ich muss auf jeden Fall gewichtlos werden. So ist das. Und eine Truhe finden, ne? Unsere Truhe finden am besten. Genau. Gut, also, bis dann, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.